bekommen bei Summit Combat Systems, unseren YouTube-Channel. In unserem Clip hier für Panatuka Concept möchte ich gerne einen Drill zeigen, den wir bei uns verwenden. Wir verwenden die gleiche Art von Drills auch beim Knife-Training oder beim Messertraining. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit und ich kann euch ein bisschen inspirieren. Wir zeigen euch Variationen dazu, wie man das auch umsetzen kann, die Idee dahinter. Ja, danke fürs Zusehen und viel Vergnügen. Ganz kurz zum Drill. Also der Drill ist ein Six-Count-Drill. Wir nennen das so, weil wir 6 Bewegungen mit dem Drill drinnen haben. Und es ist ein 1-1-Drill, das heißt, das ist immer eine Bewegung oder eine Technik von mir und dann von meinem Partner. Es ist eine Partnerübung. Ich zeige euch unterschiedliche Variationen dazu, wie man das einmal im Drill trainieren kann, wie man das dann mit Schlagpads trainieren kann, wie man das verbinden kann mit Boxtechniken. Ich denke, es ist eine gute Ergänzung zum vorherigen Clip, das wir gezeigt haben, wo wir überhaupt über Drills gesprochen haben und euch erklärt haben und gezeigt haben, was es für unterschiedliche Variationen gibt und was der Sinn von den ganzen Drills ist. Zu Beginn zeige ich mal kurz den Drill, wie er im Endstadium ausschauen soll. Partner schlägt eine rechte Gerade, wir parieren da und kommen drüben mit unserer Hammerfaust. Okay? Dann schlägt mein Partner eine Hammerfaust, jetzt starte ich mit meiner rechten Gerade, er kommt dann mit der Hammerfaust und ich komme auch mit der Hammerfaust. Dann machen wir langsam, einmal, zweimal, dreimal, einmal, zweimal. Okay? Das sind 6 Bewegungen in dem Drill drinnen und das ist unsere Basis. Jetzt, wie bringt man sich jemand am besten bei? Wir starten einfach nur mit den ersten 2 Bewegungen. Partner kommt, ich schlage da einmal, oder er schlägt zur rechten Gerade, ich pariere da und komme da mit meiner Hammerfaust. Und dann nochmal. 1, 2, 1, 2. Ich kann auch von da starten, wenn ich jedes Mal mag. Oder direkt. Okay, jetzt trainieren wir einfach diese Parierbewegung ein und gleichzeitig da mit unserer Hammerfaust. Die Hammerfaust selbst versuchen wir ein bisschen schräg zu schlagen. Ja, wenn der Partner jetzt zum Beispiel 2 Schläge schlagen würde, zum Beispiel die, und die da, ja, und ich komme ganz gerade, dann würde er vielleicht drüber schlagen. Ja. Jetzt nehme ich einfach das, wie schön, und habe das immer wieder da gleichzeitig als Block oder als direkten Angriff zu meinem Kontrahenten. Ja. Also es war dann die Bewegung. Das ist ein guter Einstieg. Warum? Weil ich einfach auch sehr, sehr schnell in der kurzen Distanz bin und dort meine Fähigkeiten, die ich trainiert habe in unterschiedlichen Übungen, dort besser ausspielen kann. Also ich kann da mit Übung arbeiten, mit Hammerfaust, mit Kopfstößen, mit Knie, mit allem möglichen. Also unsere Kurzdistanzwaffen einsetzen. Ja? Also jetzt kommt nur mein Partner, ich pariere mit links und konter da mit rechts. Man kann sich merken in der Übung jetzt, wenn man es nur auf einer Seite macht, dass immer die rechte quasi schlägt und die linke immer die Verteidigungshand ist. Also nochmal die rechte kommt und wir kontern nur da. Jetzt ist es ein Feeling-Drill, das heißt, der Partner füttert uns immer und wir tun einfach weiter in der Übung. In dem Clip möchte ich gerne zeigen, also den Aufbau und die Übungsformen, die man damit machen kann. Jetzt ist es so, dass ich meinen Partner füttern tue, auf beiden Seiten. Was er macht, er pariert und kommt immer mit der Hammerfaust. Aber wir haben rechts und links zu schlagen. Das heißt, ich fange jetzt mit meiner rechten an, er pariert dann. Und ich habe jetzt da mit Block. Wir machen es halt so bei uns im Training, dass wir große Hand machen, dass wir eine große Fläche haben zum Blocken und Parieren. Der Daumen sollte nicht wegstehen, sollte in der Position sein. Im Messsystem selber, wenn es zum Beispiel kommen würde, ja, wenn man das jetzt mit Messen machen würde, würde man den Daumen in der Position lassen. Also es ist nicht grundsätzlich falsch, ich muss natürlich auch wissen, dass ich. Was ist der Sinn deswegen? Das heißt, wenn er zum Beispiel so mit dem Messer hat, kann er leichter greifen. Ja? Und es ist schwieriger, dass er nach unten rutscht. Darum machen wir das im Messerkampf oder im Messertraining so. Kann er ein paar Natukern so machen. Was es braucht, ist natürlich eine Zeit dafür, dass er das immer wieder trainiert. Wenn ich das jetzt so 100.000 Mal gemacht habe, dann habe ich ein besseres Auge dafür, dass mir das eben nicht passiert, dass der Daumen sich da prägen wird oder verstaucht. Ja? Also, jetzt habe ich die Position, jetzt nutzt den da wieder und jetzt nimmt er den mit der Hand wieder, pariert ihn und kommt dann mit der anderen Seite. Also einmal die rechte Seite, dann die linke Seite
Und ich kann jetzt so füttern. Jetzt zeige ich es einmal von der anderen Seite, ich stehe wieder rechts, komme dann mit meiner Geraden, tak. Und ihr seht, bleib einmal, die Distanz ist immer die Schlagdistanz. Also nicht zu knapp, dass ich aus der Position schlage, sondern da. Mit der Technik selbst schließt er dann später die Distanz, ja, mit der Beinarbeit. Wir machen das aber jetzt alles statisch. Ja. Also fangen wir rechts an, einmal rechte Seiten, einmal linke Seiten, einmal rechte Seiten, einmal linke. Okay? So wechselt man das immer wieder ab, das dann später füttert er mit und wir haben da ganz coole Übungen. Jetzt zeige ich noch das Ganze mit Pads einmal auf der anderen Seite. Wir starten wieder mit unserer rechten Hand und jetzt baut das Pad quasi in der Höhe, wo der Kopf ist. Ja? Damit kann man ein bisschen so den Impact trainieren und welcher Stärke man mal schlagen muss. Ja? Das kann ich natürlich auch mit zwei Pads machen. Das heißt, genau dasselbe, wie wir vorher gemacht haben. Wir kommen mit der rechts, dann nehme ich die zweite und habe da die linke. Damit ich es üben kann. Zeigst du mal von der anderen Seite. Das heißt, damit kann man schon ein bisschen mit Power trainieren und dann wirklich den Einstieg dann für die Realität trainieren. Ja, also ich komme mal rechts, links, rechts. Wichtig ist auch für euch, wenn ihr jetzt mit dem Pad arbeitet, dass ihr den Druck nach vor macht. Ich zeige mal langsam mal kommt und jetzt mache ich den Druck nach vor, dass man da die Hand nicht ins Gesicht geht. Ja, also einmal rechts, einmal links, kann man sehr gut dann kombinieren mit Pads. Von der Anwendung her ist, da zeige ich kurz einmal, wie kann man das machen. Er kommt durch und ich steige eigentlich da schon wieder ein mit meiner rechten Hand und habe da Kontrolle für kurze Zeit. Und wenn er nicht blöd genug ist, ja, dass er nicht blockt, trifft im Kopf, ansonsten habe ich da den Arm. Und von der Position kann man dann wieder sehr gut kontern. Ja? Das heißt, er kommt da, pum, 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 und ich habe da wieder meine Distanz geschlossen und kann dort diverseste Anwendungen machen. Ich kann das so machen, dass ich sage, okay, aus der Position schlage ich an, ich kann aus der Position pum, greifen, wenn ich mache, kann manipulieren von hinten her, also ich kann dann vieles kombinieren. Das ist nur für uns der Einstieg, aber der Drill hilft uns dann später, diese Anwendungen schneller machen zu können. So, jetzt zeige ich noch den wechselseitigen Drill, unseren Sixkant, nochmal im Detail. Also der Partner kommt, ich kariere da, komme da mit meiner rechten und jetzt kommt er nochmal mit seiner rechten. Jetzt komme ich selbst wieder mit rechts und habe da. Also zu merken ist es ganz einfach, das ist unsere Eselsbrücke, die linke pariert und blockt immer. Und die rechte schlägt entweder gerade oder Hammer fast. Okay, also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 und 3. Ja, so das ist unser Basisdrill und aus dem kann man natürlich unterschiedliche Übungen noch bauen. Das werden wir euch jetzt noch zeigen, was man damit machen kann. So, dann kann man den Einstieger gut trainieren mit einer Schlagkombination. Wir machen das mit unserem Cross. Uppercut und Cross. Ja, ich starte jetzt da selbst mit meinem rechten Arm, mit dem Cross, unser Schlag an. Er steigt ein, hat da das erste Bewegung, da kommt noch der Uppercut, der Cross und der Uppercut. Und nur bei drei Bewegungen. Jetzt kann ich kurz warten oder damit wir mehr Flow haben, dass ich auch gleich wieder mit unserem rechten Arm starten. Ich mache das einmal langsam. 1, 2, 3, 4 und wieder. Und wieder. Wir schleifen uns einfach Bewegungen und Kombinationen. Der Einstieg ist ganz anders als wie beim Boxen. Jetzt darf ich einfach ein Hammerfass verwenden. Schlagkombinationen haben wir natürlich auch wie beim Boxen, aber es unterscheidet sich schon grundsätzlich schon von der Trainingsmethodik, von der Didaktik, von der Strategie, von der Kampfstrategie und natürlich auch technisch vom klassischen Boxen. Ja, also da, wir haben Technik natürlich, wie ich habe es gesagt, die gerade und den Uppercut wie vom Boxen, aber grundsätzlich unterscheidet sich schon stark das Individuelle, wie man Panatukan da trainiert. Okay, also ganz langsam nochmal. Ich starte rechts und die Kulter. Ich kann es nur mit einem Uppercut machen, das heißt, der steigt rein und ich fange wieder an. Das heißt, ich kann da vielleicht später noch mit einem einfachen Schlag machen oder mit einer Kombination.
So, zum Abschluss zeige ich noch Übungen, wo man beide Seiten trainieren kann. Das heißt, ich greife einmal mit der rechten Seite aus, dann nehmen wir drei Bewegungen. Also rechts, 1, 2, 3. Jetzt komme ich links, 1, 2, 3. Das heißt, ich fange an mit einer geraden. Zwei Hammerfäuste, dann komme ich mit der linken an, zwei Hammerfäuste. Das heißt, ich fange immer an mit einer geraden und schließe dann mit einer Hammerfaust ab und fange dann von der zweiten Seite aus. Einmal, zweimal, dreimal, dann komme ich mit links, einmal, zweimal, dreimal. Und wieder rechts. 1, 2, 3, links, 1, 2, 3. Und der anderen Seite. Jetzt haben wir beide Seiten, nicht drauf vergessen. Also 1, 2, 3, linke Seiten, 1, 2, 3, rechte Seiten, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, so kann man beide Seiten trainieren, hat dann unterschiedliche Varianten vom Drill, bleibt aber immer beim selben Thema, und zwar Drehen und Hammerfaust. Ja, das war's. Ich hoffe, ich habe es nicht zu lang gefasst. Ihr habt Spaß dabei, ich habe euch gute Übungen zeigen können, Inspirationen für euer Training. Jetzt sind wir im Training mit dem Partner. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne Kommentare schicken dazu. Und wir sind immer, freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns den Daumen gebt. Und ja, wenn ihr uns ein Video scheren, natürlich auch. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Wien und Baba.